Hallo Freunde, willkommen zurück zu ARK. Gestern große Episode, viele Dinos gezähmt, vor allen Dingen viele wunderschöne Dinos. Wir haben Watson, der ist inzwischen auch hier am Turm. Wir waren unterwegs, haben ein Quetzel gefangen und was gestern aus Zeitgründen nicht mehr so richtig ging, ist euch einfach mal zeigen, was diese Dinos so können, warum wir uns mit denen abgeben. Ja, Watson macht sich hier neben Bruno gemütlich und ich habe festgestellt, die blockieren hier quasi die komplette Einfahrt. Man kann nicht durch diese Schwänze durchlaufen und Money daraus zu kriegen, war ein richtiges Abenteuer. Da muss man das wirklich mit dem Timing richtig hinkriegen, dass der lange Schwanz von Watson da mal gerade nicht durchgeht und dann muss man hier durchsprinten mit Money. Da freut er sich richtig drüber. Das heißt, irgendwie muss ich das hier drin umgestalten, dass die anders stehen. Ich habe in Zukunft vor, noch einige Futtertröge zusätzlich zu bauen, dass hier im Prinzip jedes Stockwerk und jede Seite einen eigenen Futtertrog hat. Das ist ein bisschen mehr Arbeit zum Auffüllen, aber letzten Endes dann übersichtlich und ich habe ein besseres Gefühl dabei. So, schauen wir mal ganz kurz, was Watson so alles kann. An Land verhält er sich ganz ähnlich wie ein T-Rex. Geschwindigkeit ist vergleichbar. Er ist allerdings nicht ganz so stark, das heißt, seine Basiswerte sind nicht so gut. Er macht nicht ganz so viel Schaden wie ein T-Rex und hält auch nicht ganz so viel aus. Dafür hat er den riesen Vorteil, dass er sich im Wasser deutlich wohler fühlt. Wir sind also nicht nur an Land ziemlich gut unterwegs, sondern im Wasser verhält sich das mit dem Spino ähnlich einem Megalodon. Und wie ihr seht, reicht der Schaden locker aus, den er macht. Das geht innerhalb kürzester Zeit. Da ist er wirklich mit einem T-Rex vergleichbar. Mit Bruno jetzt noch nicht so ganz, weil Watson einfach ein paar Level fehlen. Aber im Großen und Ganzen ist das schon in Ordnung. Wie gesagt, der große Vorteil ist, wenn man mit ihm ins Wasser geht, da ist er wahnsinnig schnell. Er ist ein guter Schwimmer. Er kann auch lange unter Wasser bleiben. Allerdings nicht so lang wie ein richtiger Wassersaurier. Schaut mal, wie schnell der schwimmt. Der ist im Wasser besser unterwegs als an Land. Das ist der Wahnsinn. Aber ihr seht schon oben rechts, der verbraucht leider Sauerstoff bei der Geschichte. Das ist also nicht ganz so schön wie mit einem Megalodon oder so. Trotzdem macht er sich ganz gut und er kann auch unter Wasser relativ gut kämpfen. Er kann auch tauchen, wie ihr sehen könnt. Er ist wirklich schnell unterwegs, er ist auch vergleichsweise wendig und als Megalodon würde ich mir das wirklich überlegen, ob ich da so ein Spino angreife, auch im Wasser. Ihr seht, wie schnell der ist, der hängt im Wasser eben auch ein Megalodon ab, wenn es drauf ankommt. Und das ist ein Riesenvorteil dem Rex gegenüber. Das heißt, wenn man da ein bisschen vielseitig sein will, kommt man um den Spino fast nicht drum rum. An Land fast so gut wie ein T-Rex, im Wasser ein Vielfaches besser. Deshalb haben wir uns jetzt mal hier Watson geschnappt, weil wir in Zukunft natürlich auch ein bisschen mehr im Wasser unterwegs sein wollen. Und dann lohnt sich das dann, denke ich. Ansonsten bin ich ein Riesenfan vom Spinosaurus. Nicht nur wegen dem Jurassic Park Film, da finde ich den eigentlich sogar ein bisschen blöd, aber hier im Spiel super Sache. Was ist denn das? Ein schwebendes Ei? Müssen wir es nur noch einsammeln? Da. Dann halt nicht. Lexi hat schon wieder ein Ei gelegt. Das ist der Wahnsinn, wie viele Eier die zurzeit legt. Als ich hier runtergegangen bin und die Dinos mal ins Freie gestellt habe, hatte sie schon eins dort liegen. Ich dachte mir, das hält sich einen Monat da drin bei Lexi. Da muss ich jetzt nicht sofort wieder zum Kühlschrank rennen. Und siehe da, direkt noch eins. Ich will wenigstens wissen, was es ist. Es sieht eigentlich aus wie ein Pteranodon. Yep, Pteranodon. Geht das wieder los? Ach, was soll's. So wichtig sind die nicht. Okay, so viel zu dem, was Watson kann. An sich finde ich es besser als ein T-Rex. Schauen wir aber dann mal zum Star des Tages. Das wäre dann der Quetzel. Und da haben wir heute ein bisschen mehr vor. Wir sind heute eine ganze Weile mit dem Quetzel unterwegs. Auch ein Grund dafür, dass ich ein paar Dinos ins Freie gestellt habe.
erstmal eine kleine Demonstration und dann erkläre ich euch, was wir noch vorhaben. Also Quetzel kann nicht rückwärts laufen. Das ist ein bisschen Fehler bei dem, aber er ist riesengroß, wie ihr sehen könnt. Passt so mit Mühe und Not hier in unseren Flughafen, aber das denke ich in Ordnung. Die Färbung von dem Quetzel gefällt mir vor allen Dingen auch ganz gut. Auch für den Quetzel gibt es einen Plattformsattel, wie beim Bronto. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich kein Fan der Plattformsättel. Da sind immer Konstruktionen drauf, die ausgesprochen übertrieben aussehen. Und ja, man spricht eigentlich nicht von Realismus, wenn man auf Riesendinos reitet und so, aber mir gefällt es ganz einfach nicht, okay? Deshalb lassen wir es einfach mal bei dem normalen Sattel. Ihr seht schon, er ist nicht so schnell wie ein RG. Er ist, also nicht unbedingt, er ist auch lange nicht so schnell wie ein Pteranodon. Wobei, lasst euch nicht von den langsamen Bewegungen in die Irre führen. Der ist relativ schnell, wenn er will. Und die große Stärke, er kann Dinos tragen, die von einem RG nicht getragen werden können. So können wir zum Beispiel Bernd zum Vulkan bringen. Das haben wir nachher noch vor. Um dort ein paar Rohstoffe zu holen. Wir brauchen vor allen Dingen Metall und Kristalle. Das wäre also eine super Sache. Und wenn wir sprinten, ist er schon wirklich richtig schnell. Und natürlich können wir damit Dinos fangen, oder leichter fangen, die wir vorher nicht fangen konnten. Ein Bär zum Beispiel konnten wir mit einem Archie nicht tragen. Mit dem Quetzel ist das überhaupt kein Problem. Nächster Trick beim Quetzel, der hilft uns auch, Dinos zu fangen, die der Quetzel nicht tragen kann. Bei einem Giganto zum Beispiel, da will man nicht in den Nahkampf. Das mit den Klippen klappt nicht immer, das habt ihr beim Spino gesehen. Und beim Giganto, der beißt einmal zu, dann ist der Spieler tot. Das kann sehr frustrierend sein, deshalb nimmt man sich dann Quetzel. Quetzel hat nämlich wie alle anderen großen Dinos den Vorteil, dass man nicht einfach abspringt. Man bleibt auf dem Dino drauf. Man kann sich dann sogar bewegen. Man kann auch ein Stück die Flügel entlang laufen und so weiter. Und man könnte von hier aus bequem Dinos zähmen, die einen nicht erreichen können. Das ist auch ein Riesenvorteil von Quetzel. Und solange man auf einem Dino nicht reitet, regeneriert er Ausdauer. Das bedeutet, wir können mit dem Quetzel Ausdauer regenerieren, ohne landen zu müssen. Auch ein Riesenvorteil, wenn man da eine Weile unterwegs ist. Was allerdings nicht klappt, wenn man einen Dino trägt, und dann absteigt, dann sollte der Dino fallen gelassen werden. Was für den Dino unten dran erstmal kein Problem ist. Man bekommt, oder die Dinos bekommen keinen Fallschaden, solange kein Reiter drauf ist. Aber wenn man unterwegs ist, kann es natürlich sein, dass unten irgendwelche Raubsaurier unterwegs sind, die dann den getragenen Dino angreifen. Kann ein bisschen blöd werden, aber einfach mal, dass wir über die Limits von einem Quetzel sprechen. Was ist das Limit der Tragekraft? Also, da geht schon einiges, würde ich sagen. Das ist jetzt mal wieder so ein relativ unrealistisches Ding. Es ist eigentlich ein Wunder, dass ein Teil wie ein Quetzel überhaupt fliegt. Der kann natürlich im Normalfall überhaupt nicht sowas wie ein Mammut tragen. Hier im Spiel geht's, aber soweit ich das weiß, ist ein Mammut so ziemlich die Obergrenze. Also ein T-Rex sollte man nicht tragen können, ein Spino auch nicht. Man kann nichts tragen, was schwimmt, mit Ausnahme eines Bibers. Also sämtliche Fische, ich, die Megalodon und so weiter, sind nicht tragbar. Weder mit einem Quetzel noch mit irgendeinem anderen Flieger. Was man auch nicht tragen kann, sind Dinos oder Tiere, die selbst fliegen können. Das heißt, ein Quetzel kann keinen anderen Quetzel tragen. Ein Quetzel kann auch keinen Argentavis tragen. Das geht so weit runter, dass man selbst diese ganz kleinen Flieger, die beim Spiel auf der Schulter sitzen können, die kann man auch nicht tragen. Also alles, was selbst fliegt, ist nicht tragbar. Und ja, alles, was größer ist als ein Mammut, geht nicht. Oder Dinge, die einen eigenen Plattformsattel bekommen können. Das hier, wer hätte es gedacht, geht natürlich nicht. Ein Bronto kann man nicht anheben. Aber deshalb habe ich die jetzt mal so ein bisschen hier rausgestellt, um euch einfach zu zeigen, was mit dem Quetzel machbar ist und was nicht.
von den Werten her, wir brauchen dringend was zu mampfen. Die Kampffähigkeiten vom Quetzel schauen wir uns gleich an. Ist jetzt Level 34, hat fast 3000 Life, naja, 2700. 1000 Stamina. Klingt erstmal nicht viel, aber das reicht eine Weile und solange man nichts trägt, ist das wie gesagt kein großes Problem. Man muss ja nicht landen. Man steigt kurz ab, steigt wieder auf und dann geht's weiter. Tragkraft, das werde ich hauptsächlich leveln, weil ich damit eben einen Lastenflieger machen will, der zwischen hier und dem Vulkan pendelt, möglichst viel Eisen und Stein mitbringt und ähnliches und Kristall. Und deshalb brauchen wir hier hauptsächlich die Tragkraft. Da habe ich jetzt, glaube ich, schon 2 Level rein investiert. Ausgezähmt haben wir es mit Level 32. Und ihr seht schon fast bei 1000 Tragkraft. Das ist in Ordnung. Nahkampfschaden und Fluggeschwindigkeit sind noch ungeskillt von meiner Seite, aber auch absolut super. Da gibt's nichts. Was die Kampfkraft von einem Quetzel angeht, der hat tatsächlich Flächenangriffe. Das heißt, er ist besser gegen viele kleine Ziele als gegen einzelne große. Er kann kämpfen, solange er fliegt. Allerdings kann er nichts angreifen, was er selbst in den Klauen trägt. Das ist so eine Spezialfähigkeit von Argentavis. Und ja, vom Schaden her ist das eigentlich nicht schlecht. Man kann Quetzels auch zum Kämpfen benutzen. Für mich sind es aber eher Arbeitstiere. Wenn ich kämpfen will, dann ist mir den Argentavis lieber, weil die einfach deutlich schneller und wendiger sind. Okay, so viel mal zu den Fähigkeiten des Quetzels. Und jetzt könnt ihr euch auch vorstellen, warum ich unbedingt einen haben wollte. Vielseitig und die Tragfähigkeiten sind einfach ausschlaggebend. Absolut fantastisch. So, was haben wir heute noch vor? Wir fliegen, wie gesagt, zum Vulkan. Nehmen dabei Bernd mit. Wir wollen ein paar Rohstoffe abbauen. Besonders Kristall ist wichtig. Und ich will auf dem Vulkan ein bisschen was bauen. Einfach, damit wir dort in Anführungszeichen eine kleine Basis haben. Ich möchte dort einige Einrichtungen, um Rohstoffe weiter zu verarbeiten. Ich will zum Beispiel nicht das Eisenerz mitbringen. Das ist genauso schwer wie die Eisenbarren, aber man braucht doppelt so viel. Aus 200 Eisenerz werden 100 Eisenbarren. Dann trage ich natürlich lieber die fertigen Eisenbarren zum Turm. Dementsprechend, wir brauchen einige Fundamente. Bin mir noch nicht sicher, ob das reicht, werden wir sehen. Ich will auf jeden Fall eine Tür ranmachen. Wir könnten ein paar Fenster gebrauchen. Das müsste aber reichen. Ein paar Wände wären toll. Nehmen wir die mal alle mit. Da habe ich nämlich auch noch ein bisschen was vor. Dann habe ich hier ein Tor gebaut. Zum Vulkan geht auch eine Straße oder ein Trampelpfad hoch. Das schauen wir uns auch mal an. Das möchte ich dann zumachen, damit da keine großen Räuber reinlaufen. Bernd bleibt nämlich auf dem Vulkan. Der wird auch einen eigenen Futtertrog brauchen, aber den bauen wir, denke ich, vor Ort. Ich glaube, das wäre dann fast alles. Wir nehmen 2 davon mit. 2 hiervon. Und eine Handvoll Dächer. Das müsste aber reichen. Für ein kleines Haus. Oh, Moment, eine Sache noch. Wir haben noch irgendwo Lagerkisten. Wenn ich dort Dinge lagern möchte, dann muss ich die mitnehmen. Wir brauchen außerdem noch Schmelzen, vielleicht eine Schmiede, aber das schauen wir dann, dass wir das auch vor Ort bauen. Was ich in Sachen Ausrüstung noch mitnehmen möchte, auf jeden Fall die gute Axt kommt mit und ein bisschen Munition zur Selbstverteidigung. Ja, ich glaube, mehr brauchen wir erstmal nicht. Okay, dann kommt natürlich noch Bernd mit. Und dann geht's los. Auf zum Vulkan. Bin mal gespannt, wie oft wir da noch landen müssen dann. Wie gesagt, Ausdauer aufladen. Dann schmeißen wir Bernd irgendwo ab. Und wenn das in einem Sumpfgebiet passiert oder so, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Bernd die Sache nicht übersteht. Aber ich würde sagen, ich hole euch einfach dazu, wenn was Aufregendes passiert oder wir
beim Vulkan sind. So wie es im Moment aussieht mit der Ausdauer, könnte das eine ganze Weile halten. Bis gleich. Gut, da kommen wir gerade am Vulkan an. Ruckelt ein bisschen, weil da unten jetzt natürlich jede Menge Rohstoffe aufgebaut werden müssen. Das gibt sich aber gleich. Ich musste einmal zwischendrin kurz landen, um die Ausdauer aufzubauen, aber im Großen und Ganzen ging das sehr, sehr, sehr gut hier. So, und da seht ihr schon, jede Menge Steine, jede Menge Metalle. Kristall gibt es auch ein bisschen was hier. Wir, würde ich sagen, schmeißen als erstes mal Bernd hier runter. Da kann der sich dann gleich ein bisschen austoben. Ich bin sogar versucht, ihn auf Wandern zu stellen oder so. Dann müsste der das fast von alleine machen. Obsidian gibt es auch. Das sind diese ganz dunklen, glatten Steine. Da hinten ist zum Beispiel einer. So, ich glaube, jetzt hat sich das Spiel einigermaßen beruhigt. Es scheint flüssig zu laufen. Dann schauen wir jetzt mal ein bisschen hier in der Gegend rum. Also ihr seht schon, wirklich jede Menge Zeug. Kristalle auch. Sehr große Vorkommen zum Teil. Obsidian braucht man, um zum Beispiel Polymer herzustellen. Das ist dann für einige fortschrittlichere Geschichten. Und ich möchte hier irgendwo eine kleine Hütte hinstellen, wo ich Lagermöglichkeiten habe, wo ich vielleicht eine Schmiede baue und ein oder zwei Schmelzen. Das wäre schön, wenn man das später dann aufrüsten könnte auf eine Industrieschmelze. Die kann man, glaube ich, ab Level 80 oder 85 machen, die dann deutlich schneller arbeitet. Das Problem bei der Geschichte ist, im direkten Umkreis von Spielerkonstruktionen erscheinen keine Rohstoffe mehr. Der Abstand ist abhängig von der Art des Rohstoffs und, soweit ich weiß, von der Art der Konstruktion. Wir sehen zum Beispiel direkt neben dem Turm wachsen immer noch einige Büsche mit Beeren und so weiter. Aber die Steine respawnen nicht mehr. Das bedeutet, da ich hier hauptsächlich Steine, Metall und Kristall will, sollte ich möglichst nicht hier zwischendrin bauen, weil dann wäre es möglich, dass der gesamte Vulkan nichts mehr hervorbringt. Wäre ein bisschen schade drum. Deshalb hatte ich mir überlegt, entweder wir machen das hier drüben auf dieser kleinen Klippe, in der Hoffnung, dass dann wenigstens der halbe Vulkan noch was bringt. Oder wir schauen ein bisschen hier diesen Weg runter. Das ist dieser Trampelpfad, den ich erwähnt hatte, der zum Vulkan hochführt. Das ist ziemlich eng. Ich hoffe, dass ich hier das große Tor reinkriege, das ich dabei habe. Ansonsten müssen wir ein bisschen gucken. Eine Möglichkeit wäre, dass wir das Tor hier vorne hin machen, wo wir gerade stehen. Oh je. Das mag das Spiel irgendwie gar nicht. Und das Haus dann quasi hier hinten in diese Ecke reinmachen. Hierher. Dann könnten wir immer noch hier gerade ein Stück hochlaufen mit Bernd und da oben dann richtig abbauen, dann wieder hier runterkommen. Ich denke, darauf wird es auch hinauslaufen. Hier direkt im Vulkan sollten keine Dinos spawnen. Das heißt, hier kommt eigentlich nichts her. Selbst Argentavis sind hier oben extrem selten. Dadurch sollte Bernd relativ sicher sein. Wir stellen den dann trotzdem möglichst nah ans Haus ran. Und auf neutral, dann wehrt er sich wenigstens. Der kann eine Weile auf sich aufpassen, denke ich. Ihm sollte also eigentlich nichts passieren hier oben. Das Wichtigste für ihn, dass wir einen Futtertrog herstellen, den wir regelmäßig mit Beeren auffüllen. Aber das sollte dann kein großes Problem sein. Da bringe ich einfach einige Stapel mit. Die halten dann ewig lang in einem Trog und so viel frisst Bernd ja auch nicht. Außerdem bin ich sehr oft unterwegs, um Rohstoffe zu sammeln. Das heißt, ich werde viel Zeit hier oben auf dem Vulkan verbringen. Ja, für den Rückweg hatte ich mir gedacht, wir könnten eventuell einen Bären mitnehmen. Man könnte vielleicht nochmal einen kurzen Ausflug ins Frostbio machen und ausprobieren, ob wir ein Nashorn tragen können mit Eddie. Müsste eigentlich gehen, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Nashörner sind ja noch relativ neu. Und da wäre das dann mal ein Versuch wert, denke ich.
Und schon überlastet. Okay. Liegt aber auch daran, dass wir hier so viel Blödsinn im Inventar haben. Das wird ja dann auch zum Inventar von Bernd dazugerechnet. Wir sitzen schließlich drauf und wiegen auch was. So, jetzt müsste das ein bisschen besser gehen. Räumen wir hier in der Ecke mal kurz auf wenigstens. Oh, ich sehe schon, das wird fantastisch. Wo machen wir so viel Rohstoffe hin? Okay, bewegt sich gar nichts mehr. Wir müssen dringend Lagerstätten bauen. Aber ihr seht schon, wie viele Rohstoffe hier oben dann drin sind. Das lohnt sich auf jeden Fall. Trotzdem, wir sind jetzt sehr weit weg von unserer Insel. Stellt euch vor, ihr lauft mit Bernd, vielleicht dem Bronto und einem Trike oder vielleicht dem Mammut als Tragetiere noch, von der Insel da unten über unsere Brücke bis hier zum Vulkan und dann den Weg hoch. Wie lange ihr da unterwegs wärt? Ihr habt gesehen, wie langsam das Bronto ist. Selbst Bernd, man kann nicht die ganze Zeit sprinten. Da seid ihr unter Umständen mehrere Tage unterwegs. Und ja, ich meine damit Echtzeittage. Viele, viele Spielsitzungen. Müsst unterwegs ausloggen. Bei einem Live-Server seid ihr dann verwundbar, solange ihr ausgeloggt seid. Euer Charakter ist dann nicht weg. Eure Dinos sind auch noch da. Und die Chancen, dann gefressen zu werden, liegen bei ungefähr 250%. Okay, ich denke, hier hinten machen wir ein kleines Häuschen rein. Das müsste dann hinkommen. Schauen wir mal als erstes nach den Fundamenten. Da könnten wir 3 Stück nebeneinander hinkriegen, oder? Vom Abstand würde ich sagen, so weit nach vorne müsste reichen. Jetzt wünsche ich mir, ich hätte doch eine Rampe mitgenommen. Verflixt. Und das ist unzerstörbarer Fels. Na, spitze. Kein Problem, wir haben die Super-Axt dabei, also die grüne. Das heißt, wir können mit dem Quetzal jederzeit ein Stück runterfliegen an ein paar Bäume, können noch neues Holz schlagen. Das sollte nicht das Problem sein. So nah wie möglich hier nach rechts. Ich würde es wirklich einrichten, dass ich da 3 breit hinkomme. Ich glaube, das kann ich vergessen. Gut, das wäre mal das. Dann schauen wir mal ganz kurz nach, eine Handvoll Wände und Fenster. Türteil wollte ich auch noch reinmachen. Die Frage ist jetzt, wollen wir Bernd ins Innere stellen oder lassen wir Bernd hier draußen vor dem Haus stehen? Ursprünglich geplant hatte ich, dass wir Bernd vor dem Haus stehen lassen, denn hier oben kommen, wie gesagt, selten Viecher hin, wenn überhaupt. Und damit Bernd ins Haus kann, braucht er ein Tor. Und dann sind wir sofort bei einer Bauhöhe von mindestens 4 ohne Dach. Das wird riesengroß. So viel kriege ich hier oben eigentlich kaum unter.
So, hier drüben. Wow. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, da bauen wir noch mal eins hinten dran. Und dann rüber. Das heißt, Höhe 2 möchte ich schon haben. Kann ich mir aber abschmatzen, so wie es aussieht. Jedenfalls an der Ecke. Oh, fantastisch. Da muss ich irgendwie ein bisschen kreativ werden. Und mir was überlegen. Wir könnten das so machen, dass wir hier nochmal ein Stück Wand hinmachen. Dann bauen wir hier drüben Fundamente her. Und Bernd können wir hier daneben stellen. Dann haben feindliche Dinos auch weniger Angriffsfläche. Und wir können ein Dach über seinen Kopf ziehen, damit ein Argentavis auch nicht richtig rankommt. Dann haben wir irgendwie so das Beste aus beiden Welten, glaube ich. Gut, als nächstes brauchen wir erstmal Holz. Also ziehen wir kurz los. Ich organisiere ein bisschen Holz, dann melde ich mich wieder bei euch. Bis gleich. Gut, da bin ich wieder. War gerade unterwegs, habe nur eine Kleinigkeit organisiert. Da muss ich nochmal zur Basis zurück und ein paar andere Rohstoffe holen. Der rote Beacon da vorne sieht eigentlich sehr verlockend aus. Ich habe jetzt erstmal noch genug Material für 3 weitere Fundamente geholt. Das ist fantastisch. Dann bauen wir da hinten nochmal 2 Fundamente hin und dann soll es erstmal gut sein. Da haben wir so eine schöne Aussicht, das wäre eigentlich verschwendet, wenn wir da nicht Fenster hinmachen. Fantastisch. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Komme ich hier nochmal eins nach oben? Jawohl, das passt auch. Und hier vorne komme ich nicht nach oben. Das bedeutet, das wird ein Dach. Ich habe keine Ahnung, wie man diese Dächer nennt. Ich baue das hier einfach hoch. Hier nicht. Und dann geht das Dach in einer Schräge darüber. Sollte hinhauen. So, Bernd müsste jetzt eigentlich rückwärts ein bisschen pfeifen, so düt, aber kriege ich ihn nicht angewöhnt. Dementsprechend verzichten wir drauf. Wir sind außerdem sowieso die Einzigen und wir werden nicht platt gemacht von Bernd. Ich sehe schon, das Einparken hier wird nicht so ganz einfach. Zischnet, gib dir ein bisschen Mühe, verflixt. Okay, Bernd hier einparken ist nicht. Bernd, du bist so dick. Wir müssten vielleicht die Stacheln wegmachen. Hättest du da was dagegen? Hä? Guck mir nicht mal ins Gesicht. Nee, ich glaube nicht, dass Bernd das gefallen würde. Ja, lassen wir das. Okay, ich denke, ich werde noch ein bisschen an der Hütte hier weiterbauen. Ganz kleines bisschen. Und euch dann in der nächsten Episode präsentieren, wie es geworden ist. Ein paar Rohstoffe werde ich noch holen müssen. Besonders Fiber ist gerade ein kleines Problem. Ich habe unterwegs ein paar Blumen gefunden, aber viel ist es nicht. Und die sind höllenweit weg. Dementsprechend muss ich da ein bisschen drauf achten. Aber das kriegen wir hin. Gut, wie gesagt, ich werde offscreen noch ein bisschen in der Hütte weiterbauen. Ich will hier oben auf jeden Fall auch ein Bett hinmachen. Man weiß nie, wofür man es gebrauchen kann. Sei es einfach mal als Notfall-Respawn-Punkt oder für eine Schnellreise, weil man kurz, was weiß ich, hier eine Fellrüstung irgendwie in so einen Schrank gepackt, Schnellreise hierher, auf Bernd springen, ein bisschen Rohstoffe abbauen, zurückkommen, das ganze Zeug wieder einlagern und per Schnellreise zurück. Dann kann man es mit Ellie abholen irgendwann. So kommt man schnell von A nach B und es könnte funktionieren. Mal sehen. Okay, für heute würde ich sagen Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder, dann hoffentlich mit fertiger Hütte hier oben, mit Lagerplätzen, mit allem möglichen. Bis denn, dann macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.